Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vortrag IT in Waldbesetzungen und was wir da machen können. Ich habe die Ehre, unsere Speakerin kurz vorstellen zu dürfen. Und zwar Polygon ist eine verstreute Katze, macht manchmal Sachen mit Baumbesetzungen und manchmal fasst sie auch Computer an. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf den Vortrag. Dankeschön. Wow. Okay, wir haben es jetzt auch mal geschafft, die Präsentation hier auf die Wand zu zaubern. Es gab da ein paar technische Schwierigkeiten. Ich bin Polygon, das wurde eben schon ganz wundervoll angekündigt. Meine Pronomen sind Sie, Ihr. Und wir reden heute ein bisschen über Waldbesetzungen und wie wir dort die Strukturen, die man an solchen Orten des Protests aufbaut, auch mit technischen Mitteln unterstützen können. Und ich bin gar nicht so gut vorbereitet. Die Präsentation ist quasi gerade fertig geworden und der Gedanke war ein bisschen, dass ich nicht nur stumpf hier stehe und euch Sachen erzähle, sondern ich auch super interessiert bin, ob nicht vielleicht Wesen hier auch Gedanken dazu haben oder vielleicht auch irgendwelche Handlungsimpulse im besten Fall. Dann können wir gleich mal anfangen. Waldbesetzungen als Form des Protests, da fragen sich vielleicht Menschen, wie schaut denn das so aus? Was macht man denn so in so einer Waldbesetzung? Grundsätzlich, da gibt es Wesen, die wohnen dann dort. Also es fängt an mit, du gehst in so einen Wald rein, der soll aus welchen Gründen auch immer abgeholzt werden. Das Projekt, über das ich heute viel sprechen werde, war eine Waldbesetzung in Frankfurt, richtet sich gegen den Ausbau der A66 bzw. A661 und die Planungen dafür gab es seit den 60er Jahren. Das ist super veraltete Verkehrsplanung und hat auch schon eine recht lange Historie des Widerstands hinter sich. Die V1 der Präsentation hatte auch 5 Slides, in denen diese ganze Historie einfach einmal aufgerollt wurde, bis mir dann klar wurde, dass das gar nicht ist, worum es geht. Wen das interessiert, gerne anpoken. Wir können dazu gerne nochmal was schreiben und das dann irgendwie ins Fediverse spucken oder so. Einige Wesen wohnen dort, sind dauerhaft vor Ort, während andere Menschen meistens eher zu Hause sind, dann regelmäßig vorbeikommen und wieder andere wohnen vielleicht einfach am anderen Ende von Deutschland oder auf einem ganz anderen Kontinent und wirken trotzdem auf ihre Weise da irgendwie mit. Und die konkreten Aktionsformen, die dabei von den Entitäten gewählt werden, die können ganz unterschiedlich aussehen und ergänzen sich auch gegenseitig. Also davon habe ich jetzt leider, glaube ich, tatsächlich leider keine Bilder dabei, aber es gab so viele unterschiedliche kreative Aktionen. Wesen haben Pflanzen in eine U-Bahn gestellt, zusammen mit ein paar Bannern und Infomaterial und das dann einfach da unbegleitet ein bisschen weiterfahren lassen. Und Wesen sind dann später in diese U-Bahn eingestiegen, haben das gesehen, haben sich gewundert, hey, warum stehen da Pflanzen rum? Warum hängen da bunte Banner? Warum liegen da irgendwie Flyer rum und sind dann vorbeigekommen und waren super interessiert. Und daraus ist echt sehr schöner Austausch passiert. Wie gesagt, das sollte jetzt hier eigentlich ein Bild anzeigen. Das funktioniert irgendwie nicht. Funktioniert das hier? Nein. Wenn wir über Infrastruktur reden, dann meinen wir verschiedene Formen. Also es braucht einen Internetzugang, gerade auch wenn sich eine Besetzung in entlegeneren Gebieten befindet und nicht wie an dem Beispiel von dem Projekt, über das wir jetzt gerade hier sprechen wollen, mitten in einem Industriegebiet in Frankfurt, ist das oft gar nicht so easy. Das geht zum Beispiel, indem man eine Richtfunkstrecke baut. Also man hat irgendwo einen Ort, wo es schon eine Internetanbindung gibt. Und ich glaube, vielleicht muss ich gerade auch gar nicht hier erklären, wie Richtfunk funktioniert, aber kann dann halt mit Einsatz dieser Richtfunkantennen auch im Wald eine Verbindung haben. Oder so lustige WLAN-Eier, GSM-Router, in die man eine SIM-Karte reinsteckt und damit dann halt eine Konnektivität hat. Richtfunk ist immer so ein bisschen der feuchte Traum von nerdigen Wesen, die sich in einen Wald verirrt haben. Aber manchmal geht es auch ein bisschen simpler. Warum möchte man jetzt Internet im Wald haben? Fragt man sich da vielleicht.
es kann sein, dass man da recht abgeschottet ist. Wie gesagt, nicht alle Besetzungen befinden sich jetzt gerade unbedingt in einer Großstadt, sondern gerne auch mal ein bisschen entlegener. Und es ist halt einfach vielleicht aus relativ offensichtlichen Gründen wichtig, ein bisschen nach außen zu wirken und nach außen Ideen zu tragen aus diesem Protest und zu zeigen, hey, das ist hier gerade, was uns bewegt. Wir finden das nicht gut, dass in Zeiten, in denen schon Menschen aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels sterben, immer noch Wälder abgeholzt werden, um irgendwelche unsinnigen Autobahnprojekte, die in den 60ern mal beschlossen wurden, zu bauen. Einfach nur weil, ja weil. Und um halt das realisieren zu können, braucht es eine Internetanbindung. In den meisten Fällen. Internetanbindung bringt dir nicht viel, wenn du keine Geräte hast, mit denen du die dann benutzen kannst. Das fängt an bei einem Telefon im Barrio, also in der Besetzung selber. In größeren Waldbesetzungen gibt es auch verschiedene Barrios, also quasi verschiedene kleine Villages, Dörfer. Ganz ähnlich tatsächlich wie bei Chaos-Veranstaltungen, die Villages oder Assemblies. Das Barriophone ist im Idealfall erreichbar von außen und ist eine Schnittstelle zu interessierten Menschen in der Außenwelt. Dann gibt es auch noch weitere kommunale Endgeräte, Laptops, falls jetzt gerade mal irgendwer mal eben einen Text schreiben oder etwas recherchieren möchte, Telefone, Smartphones, die auf Aktionen mitgenommen werden können, um halt eben in Verbindung miteinander zu bleiben. Und was auch eine ganz nette Sache ist, Moment, wieso funktioniert das nicht? Ah ja, wäre halt irgendwie Funk im Wald, um sich halt auch über lange Distanzen in so einem besetzten Waldstück irgendwie noch gut austauschen zu können. Wenn jetzt Menschen am ganz anderen Ende vom Wald sind, möchten die vielleicht gerne mitbekommen, wenn jetzt weiter vorne gerade die Bullen reinkommen und es irgendwie zu problematischen Situationen kommt. Die Folie, die wir jetzt hier gerade geskippt haben, es ist recht üblich, dass zusammen mit diesen kommunalen Laptops eben auch Tailsticks eingesetzt werden, Menschen den Tor-Browser benutzen in einem Bestreben, staatliche Überwachung einfach ein bisschen zu erschweren. Und in vielen Fällen ist da schon oft ein hilfloses Gefühl von Paranoia, weil Wesen oft nicht einschätzen können, welche Wege und Mittel es jetzt tatsächlich gibt, sie zu überwachen. Und andererseits ist schon auch eine sehr reelle, akute Gefahr ist, wie Erfahrungen von vielen, vielen Aktivisten, die immer wieder aufzeigen. Was außerdem auch eine ganz nette Sache ist, sind so lokale Services wie zum Beispiel ein Etherpad oder eine Nextcloud für das gemeinsame Arbeiten mit Dateien oder Texten und sich halt gegenseitig Informationen verfügbar machen. Also eine digitalisierte To-Do-Liste oder so und gemeinsam an Pressemitteilungen schreiben war irgendwie immer wieder mal ein Ding. Was wir auch ganz nett fanden, war es, so eine kleine Startseite zu haben, wo halt eben so ein Dashboard angezeigt wurde und diese ganzen kleinen lokalen Services einfach zugänglich verlinkt waren. Soweit, was wir uns gedacht haben zu technischen Infrastrukturen, die vor Ort sinnvoll sind. Das Ganze fördert halt eben die Zusammenarbeit und Organisation innerhalb der Besetzung. Was man aber auch möchte, ist halt eben Vernetzung und Zusammenarbeit über größere Distanz. Also was wir eben ja auch schon mal kurz angerissen haben, Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Social Media und eine eigene Website oder ein Blog können genutzt werden, um Informationen und Perspektiven aus der Besetzung, aus dem Prozess zu verbreiten und dienen außerdem auch als Anlaufstelle mit vielen Informationen für Aktivisten und interessierte Außenstehende. Also einfach Einblicke geben in den
in Protestalltag und in die konkreten Ziele, die Menschen durch ihren Protest erreichen wollen. Und auch einfach so Sachen wie, wo finde ich euch denn? Wie komme ich denn zu euch? Eine Wunschliste oder so. Vernetzung mit anderen Projekten und MitstreiterInnen über auch größere geografische Distanzen wird oft erst möglich, wenn wir halt eben irgendwie eine Form von technischer Struktur haben, wir irgendwie digital miteinander verbunden sind, weil wir halt eben nicht physisch beieinander sein können. Und so kann man auch Kämpfe miteinander verbinden, sich auch mit anderen Wesen, die ganz, ganz, ganz andere Sachen machen, als jetzt irgendwelche Dinge besetzen, austauschen über Erfahrungen, die sie machen. Und ja, Stichwort Intersektionalität. Was uns auch eigentlich schon zu unserem Fazit bringt. Technologie ist vor allem in einer unterstützenden Rolle für den Aufbau und Erhalt sozialer Strukturen. Also über große geografische Distanzen wird die Vernetzung überhaupt erst möglich durch technische Infrastruktur. Es gibt aber einige Schwierigkeiten darin, solche Strukturen in solchen Protesten aufzubauen und überhaupt zu erhalten. Vor Ort kann es an Ressourcen mangeln, aber auch einfach an nötigem Wissen, um Infra aufzubauen und zu betreiben. Es gibt, wie eben schon angesprochen, viel Angst vor möglichen Repressionen oder Überwachung. Menschen fühlen sich schlicht einfach nicht in der Lage, Infrastrukturen sicher zu betreiben. Es gibt fehlendes Know-how und oft sind auch akute Repressionen oder schier einfach der Besetzungsalltag schon so auslastend, dass Menschen gar nicht die Gehirnkapazitäten haben, jetzt auch noch zu verstehen, wie eigentlich Richtfunk funktioniert und wie zur Hölle sie eigentlich Tor installieren und warum zur Hölle eigentlich Tails. Das ist doch alles immer so kompliziert. Es mangelt an Ressourcen. Es gibt einfach nicht unbedingt immer die Hardware. Und der eigentliche Punkt des Talks, was können wir da jetzt machen? Wir können vorbeikommen und Dinge tun. Ich sehe in diesem Raum ganz viele Menschen, die bestimmt alle irgendwie schon mal einen Computer angefasst haben in ihrem Leben und alle ein bisschen Wissen haben, wie Dinge vielleicht funktionieren können und vermutlich auch super neugierige und wissbegierige Menschen, die bestimmt auch Interesse haben, sich zu vernetzen und ja, ich glaube, dass es eine sehr bereichernde Erfahrung sein kann, in so einem Protest mal dazuzustoßen für beide Seiten, dass sowohl der Protest sehr viel davon profitieren können, wenn Menschen ihr Wissen dazu beitragen, als auch es einfach für persönliche Entwicklung und Wachstum sehr, sehr cool ist. Und was wir auch machen können, wir können Workshops geben. Wir können ganz lokal einfach in unserem Heimatspace mal einen Workshop ankündigen und Grundlagen IT-Security und könnten einfach mal gezielt lokale Aktionsbündnisse ansprechen. Sei das die lokale Fridays for Future Ortsgruppe oder Ende Gelände, Sand im Getriebe oder Waldstadt Asphalt. Es gibt da super viele Bündnisse, die auch in der Öffentlichkeit auftreten und wir hatten da uns ein bisschen mit Menschen ausgetauscht und es gibt da schon Überschneidungen zwischen dieser aktivistischen Bubble und der Chaos-Bubble. Ich kenne aus dem Chaos-Umfeld viele, viele, viele Klimaaktivisten, aber oft ist es schon auch noch irgendwie ein bisschen voneinander entfernt und oft haben Menschen schon auch den Eindruck, das sind doch alles irgendwie so krasse Geeks und da habe ich doch ja jetzt gerade gar keine Berührungspunkte mit und das so ein bisschen zu durchbrechen und diese Mauer da so ein bisschen einzureißen, ist glaube ich ganz schön wertvoll. Und damit bin ich eigentlich auch schon relativ am Ende von was ich jetzt gerade so einfach sagen kann. Vermutlich, weil ich auch echt nicht gut darin bin, vor Menschen zu sprechen und mich eigentlich viel mehr interessiert, was andere Menschen denken. Deswegen habt ihr hier eine Katze. Wow. Wow. Da hast du uns einen tollen
mit deinem Beitrag einen tollen Einblick über das gegeben, was du regelmäßig machst. Danke dafür. Dich interessiert ja auch, was vielleicht das Publikum denkt. Deswegen, gibt es denn Fragen aus dem Publikum in der Richtung oder zum Vortrag oder allgemein? Ja, ich habe ein Mikro, Moment. Ja, danke erstmal für den Vortrag. Und wirklich. Und meine Frage wäre jetzt konkret, sagen wir mal, ich bin jetzt hier im Chaos-Umfeld ganz neu zum Beispiel, aber was so Aktivisten angeht oder ob es jetzt Waldbesetzungen sind oder vor allem auch so Hausbesetzungen und sowas, da habe ich schon ein bisschen mehr Kontakt zu gehabt. Und sagen wir mal, es passiert jetzt, dass irgendwo in irgendeiner Kleinstadt oder sowas eine Gruppe an repressionsbereiten Aktivisten sich findet und sagt, komm, das ist jetzt ein wichtiger Anlass, da machen wir was. Aber die haben keinen Draht zum CCC oder zu irgendwelchen technikaffinen Leuten. Gibt es eine Ressource oder gibt es irgendeinen Ort, wo sie sich irgendwie Best Practices abholen könnten oder gibt es Leute, die da schon organisiert sind und hingehen können, einweisen können und so, wenn die irgendwie einen Draht zu irgendwem haben, aber eben nicht zu konkret technikaffinen Leuten? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ich glaube, die Situation, dass sich eine Gruppe an Aktivisten findet, die sich denkt, lass da mal was machen und selber jetzt vielleicht nicht gerade so technikaffin sind, sich vielleicht nicht so in der Lage sehen, irgendwelche Infras aufzubauen und zu halten, ist gar nicht so unüblich. Und ich persönlich kenne tatsächlich, ich kenne Kollektive, die verschiedene Formen von Infra, also so, es gibt RiseUp, es gibt Systemli, die stellen Infrastrukturen wie Mail-Accounts oder Pads oder Chat-Infrastrukturen bereit, aber es kann auch Vorteile haben, Dinge lokal zu hosten und Dinge irgendwie nur beschränkt und nicht aus dem Internet zugänglich zu haben. Und ich glaube, es mangelt da oft an Wissen und in mir ist da ein bisschen der Wunsch, dass das Chaos sich vielleicht einfach ein bisschen für diese aktivistische Realität öffnet und so die lokalen Erfas eine Struktur sein können, die sowas bieten kann und das vielleicht etwas ist, was wir alle irgendwie für uns mitnehmen können, wie wir unsere Spaces halt dafür öffnen können und wie wir das vielleicht präsenter machen können für Aktivisten, dass es dieses Chaos gibt, dass diese Spaces grundsätzlich erstmal offen sind und dass Orte sind, in denen Wissensvermittlung stattfinden kann. Was wir ganz vergessen haben, jetzt gerade zu erwähnen, dass diese Wissensvermittlung, dieses Skillsharing, wie das oft genannt wird, das ist ein total fundamentaler Bestandteil der Kultur in solchen Projekten. Also wunderbar am Beispiel der Waldbesetzung, wo Menschen klettern müssen, am Seil klettern müssen, um auf ihre Baumhäuser hochzukommen. Das bringen wir uns gegenseitig dort bei und machen dort Aktionsklettertrainings. Und das zieht sich durch ganz viele Dinge durch. Alle möglichen Skills, die Wesen sich für diesen Protest aneignen müssen, eignen sie sich an, indem andere ihnen das zeigen. Und, ja, ich hoffe, ich konnte die Frage damit vielleicht halbwegs beantworten. Das ist ein wichtiges Anliegen. Und ich habe schon sehr gefreut, dass ich das in Farbwerk gewonnen habe. Ja. Und also das wäre toll, wenn es irgendwie Das wäre toll, wenn es das voll, das sehe ich auch so. Super. Genau, da gibt es die nächste Frage. Genau. Moment.
Schauen wir mal, ob das Mikro funktioniert. Wenn nicht, kriegst du meins. Wenn man zum Beispiel einen Workshop anbieten würde, wie würde man die am besten erreichen? Weil ich gehe nicht davon aus, dass sie unbedingt in der Chaos-Bubble unterwegs sind. Da gibt es durchaus Überschneidungen. Also wie gesagt, ich kenne mich selber, ich kenne ganz viele andere tolle aktivistische Wesen, die sich auch im Chaos bewegen. Aber es gibt da so einige dieser überregionalen Bündnisse. Und also Menschen stehen ja miteinander in Kontakt und sind irgendwie mal mehr, mal weniger lose miteinander vernetzt. Und was mir als Idee vorschwebte, war, dass man sich als ERFA zum Beispiel sehr gut an lokale Ortsgruppen von größeren Aktionsbündnissen wenden kann. Also sei das jetzt Fridays for Future oder sei das irgendwie Wald statt Asphalt oder also man bekommt ja schon mit, wenn es so ein Projekt in einer Stadt gibt. Es gibt da ja Berichterstattung drüber. Wir bemühen uns ja auch, dass es da Medienecho gibt, dass es da Öffentlichkeit gibt. Und wieso nicht einfach mal vorbeischauen? Wieso nicht einfach mal reinhören und irgendwie mal direkt solche Projekte kontaktieren? Hat das deine Frage beantwortet? Ja. Noch? Ah, hier sehe ich noch Fragen. Hi, vielen Dank für deinen Vortrag. Und ich habe so ein bisschen die Frage, weil ich das irgendwie so spannend finde, diese Schnittstelle. Also ich glaube ja, also ich glaube auch, dass hier im Chaos einige Menschen auch sehr sich verbunden fühlen mit so Waldbesetzungsaktivistis und da dann auch irgendwie Schnittmengen sind und auch ein sehr großes Bewusstsein für was denn jetzt passieren kann, wenn man unvorsichtig kommuniziert und so. Aber im Endeffekt wollen ja auch solche Aktionen ganz viel Leute, die halt noch überhaupt nicht aktiv sind, ansprechen. Und ich wollte mal fragen, wie da die Erfahrungen sind mit so, ich weiß nicht, manchmal werden die Bürgis genannt, mit so Leuten, die halt irgendwie so von so völlig unbedarft in so einem, boah, krass, da müssen wir jetzt echt mal was machen, ich gehe da jetzt hin und dann poste ich auf Instagram darüber oder so. Mhm. I don't know, ob es da Erfahrungen zu gibt und wie man solche Leute gut reinholt und wie man die dann vielleicht auch, genau, also ich stelle mir vor, dass das auch voll schwierig sein kann, weil man die Menschen dann ja auch irgendwie vor den Kopf stößt, wenn man sagt, ey, ist voll dumm, was du da gerade machst. Mhm. Weil die das Wissen ja vielleicht noch nicht vorhanden ist oder so. Genau. Also ja, tatsächlich super viele Erfahrungen. Also auch nur ganz kurz angerissen. Es gab, bevor die Besetzung überhaupt passiert ist, schon über Jahre lang ein Bündnis an Bürgerinitiativen, die dort konkret tätig waren gegen diesen Autobahnausbau. Und wir haben sehr, sehr eng mit denen zusammengearbeitet im Rahmen der Besetzung und das waren auch unsere Bürgis, haben wir auch so genannt und die fanden das auch toll. Das war irgendwann eine sehr liebevolle Bezeichnung und wir haben uns da echt sehr gut gegenseitig ergänzt und uns immer wieder gegenseitig Perspektiven aufzeigen können und ich fand es auch immer richtig, richtig schön, wenn Menschen von außen, die vorher noch nicht irgendwie in einem aktivistischen Kontext unterwegs waren, da reingekommen sind und super interessiert und inspiriert davon waren, dass wir einfach einen ganz anderen Umgang miteinander hatten, als sie das aus ihrem Alltag so kennen und das immer so eine Schnittstelle war. Also da ist halt keiner, der dir sagt, was du jetzt gerade zu tun hast, sondern es gibt halt irgendwo ein Board, da stehen Aufgaben dran und der Alltag funktioniert halt sehr selbstorganisiert und auch sehr selbstverantwortlich. Und wie eben auch schon kurz angeschnitten, viel mit gegenseitiger Wissensvermittlung und dem ständigen Versuch, irgendwie die unterschiedlichen Bedürfnisse, die da so zusammenkommen und irgendwie unter einen Hut zu bringen. Das umfasst auch Sicherheitsbedürfnisse. Und ich glaube, es ist immer ein bisschen ein Balanceakt, die richtigen Kommunikationswege zu finden und auch ein bisschen mit Sensibilität auf Leute zuzugehen und dass es halt nichts Vorwurfsvolles ist, sondern etwas Unterstützendes und irgendwie was Offenes miteinander. Und also ja, also bei uns hat diese Kommunikation meistens ganz gut funktioniert und war sehr bereichernd und hat sich sehr gut angefühlt. Wow.
Ja, ich hätte nur eine kurze Frage. Erstmal danke für den Vortrag. Was ich mich so gefragt habe, ist, wie funktioniert es dann mit der Stromversorgung bei einer Waldbesetzung tatsächlich? Sind dann da auch zum Beispiel PV-Module im Einsatz und Speicher? Bitte? Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Ob ihr da ja, PV-Module zum Beispiel benutzt und Speicher für die Stromversorgung? Im Fächer hatten wir über unsere Materialplattform einige Solarpaneele hängen und hatten dann eine Autobatterie dort auf der Plattform stehen. Da war einfach ein Laderegler dazwischen und an der Batterie war ein simpler Sinuswandler dran. Und das war so unsere Strominfra. Und an der Mahnwache gab es nochmal so einen Aufbau mit Solarpanelen. In anderen Projekten gab es auch mal so Windkraftanlagen. Das war ganz toll. Alles klar, danke. Kann man sich austoben. Das ist ein ganz toller Spielplatz, so ein Wald, wirklich. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe gerade keine Handmeldungen. Aber tatsächlich würde mich noch was interessieren. Also ich hatte zuvor ja gar keine Ahnung von dem Ganzen. Aber vielleicht ein paar Zahlen. Hättest du ein paar Zahlen für uns? Weil du hast ja so viel erzählt. Also auf wie vielen Protesten warst du ungefähr schon oder wie lange machst du das und wie viele Leute sind da immer so dabei? Ich weiß nicht, ob ich da gerade so viel drauf eingehen mag. Also jetzt konkret zum Fächer, das ist, wir haben den Wald 2021 besetzt. Zuvor hat die Bürgerinitiative seit den 70er Jahren schon gegen diesen Autobahnausbau angekämpft, hat immer wieder geklagt, immer weiter diesen Bau aufgeschoben und verzögert. Und die Rodung des Waldes war in der Rodungssaison 2021-22 geplant. Das konnten wir durch die Besetzung wieder aufschieben. Wie gesagt, es wurde Anfang 2023 geräumt. Es waren ca. 20 Strukturen in einer Höhe zwischen am Boden bis zu über 20 Metern. Und ich glaube, es waren auch etwa 2 Dutzend Personen, die dann am Ende dort geräumt wurden. Okay. Wenn du mehr Zahlen möchtest, frag gerne einfach. Ich kann nicht gut frei raus erzählen. Okay, aber nee, ich glaube, das war ein guter Einblick. Danke. Genau. Also, genau, gibt es noch Fragen vom Publikum? Oh, im Schnitt kamen pro Tag 6 neue Leute dazu. Echt? Zu Hochzeiten ja. Also nicht alle sind geblieben, aber es kamen sehr, sehr, sehr oft interessierte Gesichter rein und haben sich gefragt, was machen wir da eigentlich? Oder sind das diese Baumchaoten, von denen die Bild-Zeitung geschrieben hat? So. Ja, okay, Moment. Hi, apropos neu dazukommen, also wie kommt man denn in so eine Waldbesetzung rein? Ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt einfach, hi, hier bin ich, was kann man tun, sondern wie tritt man mit Menschen in Kontakt am besten? Doch, basically genau das. Die meisten Menschen beißen nur mit explizitem Consent. Du kannst einfach vorbeikommen, so Orte sind in den meisten Fällen ziemlich, ziemlich offen und es ist sehr erwünscht, dass Leute einfach vorbeikommen und einfach mal sagen, hey, ich bin zum ersten Mal hier, wie kann ich mich einbringen? Und ziemlich sicher, wenn du einfach nur irgendwie lost rumstehst und so wirkst, als wüsstest du nicht ganz wohin mit dir, kommen auch Menschen auf dich zu und bieten dir an, dich rumzuführen. Gibt es noch ein paar spontane Handmeldungen? Ja. Huch, habe ich das Mikrofon schon wieder? Ja, die ist aktiv. Da sind Menschen vor Ort. Ich bin leider gerade selber gar nicht so gut vernetzt mit dem Protest dort und mache gerade irgendwie 20 andere Sachen, aber ich bekomme da so am Rande immer mal so Sachen mit. Hier ist noch eine Handmeldung.
Grünheide anfügen wollen? Ich würde kurz was zu Grünheide anfügen wollen. Also ja, die sind sehr aktiv. Die haben den Grad von aktiv momentan, dass die ein Tagesprogramm haben, was da jeden Tag durchläuft mit Kletterskill-Shares und Plenum und diversem. Also da ist Hinkommen momentan definitiv erwünscht. Soweit ich weiß, sind die bis zum 20. Mai, haben sie bis zum 20. Mai eine Versammlungsgenehmigung, sofern vorher nicht die Cops vor der Tür stehen.